Herzlich willkommen bei Brandenmundorf. Ihr wisst ja schon alle, wer ihr seid. Und heute möchte ich euch mal ein bisschen was über mich erzählen und mich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, diesen YouTube-Kanal zu führen. Wird sehr, sehr spannend. Da komme ich zu der Gliederung zu meinem Thema. Zuerst erzähle ich ein paar allgemeine Fakten über mich, also meine Interessen, dann so den YouTube-Kanal, sonstige Sachen und noch die Quellen, weil es gibt noch Internetseiten, wo diese Sachen auch nochmal mit drinstehen, die ich jetzt erwähne. Fangen wir bei den allgemeinen Fakten an. Ich wurde am 22.03.2000 in Naumburg geboren. Und ich besuche seit 2012 das Dom-Gymnasium in Naumburg. Das ist sozusagen die Schule, wo ich hingehe. Jetzt komme ich mal zu meinen Interessen. Also die Grundlage für den YouTube-Kanal war, ich interessiere mich hauptsächlich für Astrophysik und Chemie. Aber ich mag auch andere Sachen wie Klimadiagramme oder die Geowissenschaften, die sind eigentlich auch so ganz gut. Aber allzu viel mehr Interessen habe ich nicht, das sind eigentlich nur die Sachen, die dort noch stehen. Jetzt komme ich zu einem YouTube-Kanal. Wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, das waren die naturwissenschaftlichen Interessen, da mich ja YouTube immer begeistert. Ich schaue mir YouTube-Videos schon seit 2011 an. Aber eigentlich wollte ich in einen Schachverein eintreten und YouTube so halt nebenbei so halt vielleicht mal machen, aber so eigentlich nicht wirklich. Und daher fing ich dann an, einen Kanal zu gründen, über diese Sachen Videos zu drehen. Wenn das dann nicht geklappt hat, dann habe ich eine Alternative dafür gesucht. Was kommt man immer an, wie man es macht. Doch ist das noch nicht alles, denn ich habe noch ein paar sonstige Sachen zu erzählen. Ich habe ein Benutzerkonto bei der Wikipedia und dort heiße ich AstroBRM. Aber was ich auch noch gerne mache, ist, ich tue bei FUPA Spiele tippen und halt noch Gigastar spielen. Aber mehr mache ich nicht. Also ist alles dazu. Aber nebenbei habe ich noch Instagram, wo ich Brandenmundorf 7217 heiße. Ich hoffe, hier sind nochmal die Quellen zu meiner Präsentation. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und jetzt habt ihr auch ein kleines bisschen was über mich erfahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.